Freunde, es ist wieder soweit. Eine neue Folge Frankfurt Tinder. Es wird schlimm. Schnallt euch an, lehnt euch zurück und macht euch dafür bereit, dass eure Gehirnzellen wirklich schmelzen werden wie Vanilleeis in der gleißenden Hochsommersonne, ja? Lass reingehen, ja? Wir haben das erste Prime-Sub. Sag mir, datest du sie? Ja, zeig doch Foto, Alex! Was alles? Okay, chill. Bruder, meine Ohren sind geplatzt mit dieser Stimme. Was ist das für eine Stimme, Bruder? Das hört sich an, als wenn man mit Fingernägeln über eine Tafel kratzt. Holy shit. Alter, mir sind die Ohren geplatzt, Bro. Oh nein. Nein, deine Stimme, lass mich doch reden. Was ist mit dir? Habt ihr euch heute schon im Spiegel angeschaut? Tschüss, was sagt sie da? Die hat noch Teller von gestern Abend. Du bist 15? Alle! Bin ich schon seit auf alle. Wahnsinn. Da haben wir auf jeden Fall bei diversen Kandidatinnen schon fast ein bisschen zu viel Gesicht in der Schminke für meinen Geschmack. Ey, mach mal zuerst dein T-Shirt zu, man sieht dein ganzes Behaar, man hat gerade deine Gesicht, gell? Tschüss, Dicker, was sagt sie da? Tschüss! Das ist mein Bruder fremdgegangen. Digga, die sieht legit aus wie Paola von Temu, holy shit. Boah, crazy! Hat er seine eigene Litfaßsäule? Was zum Fick geht hier ab? Bro, der Typ ist einfach, der hat wie in Hollywood seinen eigenen Stern, weil der in Frankfurt einfach so ein Star ist. Das ist crazy. Boah, crazy. So, Ladies and Gentlemen, Dankeschön fürs Einschalten. Ich küsse eure Herzen. Wie ihr sehen könnt, sind wir wieder in Frankfurt. Heute gibt es wieder Mazinde auf meine Art. Ja, da hinten, ich sehe da auch diverse Bauchtaschen im Hintergrund. Sehr, sehr guter Call. Das ist auf jeden Fall ein B4. Ich würde sagen, wir babbeln gar nicht lange rum. Wir checken einmal unsere Mädels ab. Ein Applaus für die Mädels. Boah, guck mal, keiner applaudiert. Das ist echt eine Blamage. Und Digga, er sagt einfach... Er fickt einfach seine eigenen Kandidaten, Bro. Er fickt einfach die Leute, die sein Video carryen. Er sagt, der ist, boah, guck mal, die Mädels. Und keiner applaudiert. Über cringe. Über unangenehm. Ein Applaus für die Mädels. Boah, guck mal, keiner applaudiert. Boah, guck mal, keiner applaudiert. Er hätte wenigstens im Schnitt so Applaus im Hintergrund einfügen können. Er hat die gefickt, Mann. Er hat die einfach bloßgestellt. Für echt. Das ist echt eine Blamage. Boah, krass. Und jetzt die Jungs. Boah, krass, Alter. Er wollte einfach im Nachhinein noch zensiert werden, weil er sich doch so geschämt hat. Mein Gott, es wird ja immer schlimmer hier. Boah, der kommt einmal mit Kutter. Oh, ja. An, Digga. Boah, Steve Urkel. Krasser Typ, Digga. So, ich würde sagen, Tinder auf... What the fuck? Meine Art, falls wieder jemand Pfefferspray, dann müssen wir abhauen. Ich würde sagen, Ladies first, let's go in the window. Gang, gang. Hi. Stell dich mal vor. An? An. Okay, freut mich, ich bin aus. Woher kommst du? Nähe Frankfurt, also Nidderau, Hanau, so. Okay, für dich ist das Video okay? Ja, ja. Haben wir dein Einverständnis? Ja. Gut, check mal diesen Jigo einmal von oben bis unten ab. Hat er im Schnitt leider die Musik vergessen. Was heißt Jiggo? Ich dachte immer, Jiggo wäre eine rassistische Beleidigung. Was ist ein Jiggo? So, sag mir, würdest du ihn daten? Na, glaub nicht, sag ich ehrlich. Nein. Ein Gigolo, was ist das? Ein Aufreißer-Macho. Ah, okay, check ich. Der macht ein bisschen zu sehr einen auf. Er denkt breit und so, Jiggo und so. Weiß ich nicht. Er denkt, er wär's? Ja. Er denkt, du wärst es. Ich schieße nicht, aber ich sag chill mal ein bisschen, guck mal. I gonna smash everybody, boy sent me like location, I gonna come, whatever you want, doesn't matter, Brooklyn or Moskau, I gonna come. Du bist ein kleiner Mann, chill ein bisschen. Wow, was sagt sie, sie geht auf Körpergröße, tschüss. Nein, chill ein bisschen. Guck mal, wie du da stehst. Schreib uns mal deine Typen. Groß auf jeden Fall, er muss nicht breit sein, so groß, Style, Charakter muss stimmen, weil ansonsten... Okay, dann ist das nicht ihr Typ, weil er unglaublich winzig und klein ist, dann ist das aber mit Karachon in G1. Ich weiß, Charakter macht Leute hässlich teilweise, deswegen, man muss gucken. Dann hören wir uns mal die Meinung von drüben, Mann. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Ich heiße Ivan Ali Galinov Nikolaev. Okay, check sie mal ab von oben bis unten. Sag mir, datest du sie? Ich hab sie gerade abgecheckt von oben bis oben, Bruder, aber nein. Wow. Aber du sollst ja von oben bis unten. Bruder, er macht von oben bis oben. Er macht auf einmal um sich selbst rotierende Körper. Er macht Mathe-Abschlussprüfung, Bro. Chill doch. Die sagt, ich wäre für einen Jungen. Hat der Waller gesagt, geil. Klein, die ist für ein Mädchen zu groß, Wallah. Ich will nicht jetzt so schießen, miesen, einen auf coolen Mul. Ich muss nicht cool sein, weil ich bin schon cool. Guck mal. Boah, ja, aber das ist halt auch ein Ding. Ja, Leute, die prinzipiell von sich behaupten, dass sie cool sind, sind meistens nicht cool. Also die wenigsten Leute finden Leute cool, die von sich selbst behaupten, dass sie cool sind. Checkt ihr? Das ist wie wenn Leute damit flexen. Boah, Bruder, guck mal, ich bin so reich, Alter. Dies, das, Ananas und solche Sachen. Prada, Mada, Louis Vuitton. Bro, solche Leute, die damit flexen und jedem erzählen, dass sie reich sind, sind meistens nicht reich. Guck mal, was die macht. Zeig mal.
Wer ist das? Er. So, was macht, so siehst du? Aber er macht so. Was ist er? Er ist so, aber er macht so. Du bist so, wenn du allein schon normal läufst. Was willst du jetzt machen? Willa, Bruder, Walla. Oh. Was du jetzt? Warum denkst du jetzt einmal ganz leise? Ey, warum schreist du? Du bist 2 Meter, 2 Meter. Am Anfang, ey, kommt noch zu mir, sagt so, ja, aber sag mal bitte nichts. Bro, ganz kurz, bin ich der Einzige, der das findet? Aber hör mir ganz kurz zu, wenn Männer Frauen dissen mit ihrer Körpergröße, dann gibt mir das absolute Small Dick Energy, weil für Typen ist Körpergröße doch viel wichtiger, in Anführungsstrichen, als für Frauen. Und wenn Typen einfach lütter und kleiner sind als eine Frau und eine Frau verbal attackieren aufgrund ihrer Körpergröße, dann ist das doch eigentlich übel peinlich für die Typen, oder? Das ist doch übel der Selbstfick. Ich verstehe nicht, warum Leute denken, dass Typen Frauen mit ihrer Körpergröße dissen können. Bruder, du bist ein kleiner Mann. Du bist ein kleiner Zwerg, Bruder. Du siehst aus wie diese Kleinwüchsigen, die mir immer geschickt werden, wenn ich auf TikTok reagiere. Die wresteln manchmal. Bro, und du willst der erzählen, die ist 2 Meter groß. Digga, du bist einfach klein. Du hast ein fucking großes Ego und einen fucking kleinen Penis und eine noch kleinere Körpergröße. Das macht keinen Sinn. Das ist der schlechteste Diss. Ja, du bist mir zu groß. Boah, nee, ich schwöre, ne, du bist voll der Minecraft-Eisengolem. Du bist mir voll zu groß. Bruder, du bist einfach klein. Du bist einfach ein kleiner Typ. Du bist 1,64 groß, schreibst in deine Tinder-Bio 1,80 Macho. Fuck mich nicht ab. Yo. Gegen mich, ich will mich nicht blabieren. Jetzt erredet. Was denkst du, wer du bist, Digga? Das ist Spaß, fuck Bruder. Walla, ne, für 5 Euro, die macht alles. Okay. Bruder, guck mal. Digga, er ist dead, er ist 1,50 groß und hatet sie wegen ihrer Größe. Also die ist auch asozial, ne? Also die, da ist auch Lichter an, aber keiner zu Hause so. Bruder. Aber, Walla. Bruder, guckt ihr euch an. Er sieht aus wie ein Gartenzwerg und will hier irgendwen attackieren. Ne, für 5 Euro, die macht alles. Okay. Bruder, ich hätte Angst, dass ich mich aus Versehen mal irgendwann auf den draufsetze. Bruder, guck mal, ich bin ja heute da und ich hab eine Sache. Mein Signing, schau, komm mal her. Das ist der krasseste. Was passiert? Warum, was passiert? Bruder, die sagt, ich werfe Bull und so, dies und das. Diss die mal kurz. Nach dem Video. Mach eine, komm. Was soll ich sagen, Bruder? Nee, sag irgendwas. Diss die. Kommt da noch was? Okay. Es wird ein Part, so wie 50. Bro, ich glaube, der findet sich selber so peinlich, dass er sich im Nachhinein noch hat zensieren lassen. Das ist geil. Das ist geil, Bro. Macht auf Straßenrapper in Frankfurt, aber lässt sich im Nachhinein zensieren, weil es ihm selber zu cringe war. Das finde ich stark. Das finde ich richtig stark. Cent, du siehst aus wie der vercrackte Slenderman. Oh! Wie heißt du? Abdul Ghadil bil Kharouf? Digga, hä? Ohne Spaß, der weint gleich. Okay, lass uns mal weitermachen. Es ist sofort eskaliert. Wir gehen ein zweiter, okay? Alles klar? Stell dich mal vor. Ich bin Diana, 21 aus Berlin. Diana und so? Bruder, Mensch, die kommt aus Berlin, die ist extra für dieses Video dahin gekommen. Ja, Diana und so. Ja, dieser kleine 1,46 Arzt wurde einfach von ihr gefickt. Und die hat ihn so hart gefickt, dass er einfach so irgendwelche rassistischen Nachäffungsversuche starten musste. Bruder, du bist so ein kleiner verschissener Gartenzwerg. Wie peinlich. Weißt du, was du heute machst? Ja, hier in diesem Video? Tinder auf deine Art. Normal, Alter. Abchecken, abchecken, ne? So sieht's aus. Von oben bis unten. Ich weiß nicht, ob ich das Sujuklippen zählen lassen würde. Ich finde, die sind eigentlich noch legitim. Ich würde auch sagen, die sind normal. Die sind halt sehr auffällig geschminkt. Aber es sind keine Sujuklippen. Check-in, so sieht's aus. Von oben bis unten. Würdest du Steve Urkel daten? Der fühlt sich zu sehr. Ja. Ja, vor allem, der fühlt sich halt zu, auch wesentlich zu doll dafür, dass er so unglaublich lütt ist, körpergrößentechnisch. Was meinst du damit? Guck mal, er sieht aus wie Johnny Sins in klein, dünn und hässlich. Und mit wie Johnny Sins? Ist Johnny Sins nicht, ist der nicht weiß, hat eine Glatze und hat in jedem Porno und einen anderen Beruf? Oder bin ich dumm? Also ganz kurz. Sie hat gesagt, er sieht aus wie er. Aber in klein und hässlich. Also, ja, ey, ich sehe da auf jeden Fall die Ähnlichkeit so. Aber ist schon crazy. Ist schon crazy, die zu vergleichen, Bro. Stark. Ehrlich stark. Bruder, ich habe den Typ öfter gesehen als meinen eigenen Vater. Das ist crazy. Das könnte sein Dad sein. Könnten Geschwister sein, würdest ja. Würdest du Steve Urkel daten? Der fühlt sich zu sehr. Der? Ja. Was meinst du damit? Guck mal, er sieht aus wie John Sins in klein, dünn und hässlich. Oh,
Ey, das ist krass. Ey, das, ich habe wirklich das Gefühl, und das Ding ist, ich glaube nicht mal, dass diese Videos geskriptet sind. Es wird von Video zu Video immer schlimmer, ne? Das ist hart, das ist wirklich hart. Aber ich liebe das. Ich liebe das, einfach einmal pro Woche mein Hirn hart zu resetten und mir einfach diese Scheiße reinzuziehen. Und mit einem Clay. Aber guck mal, eigentlich, ich will nicht schießen. Sag uns erstmal, wie alt du? 21. 21? Du? Ja. Sicher? Ja, genau. Okay, wir haben auch dein Einverständnis. Genau. Auch von deinen Eltern? Ja. Okay. Er ist nicht dein Typ. Nein. Beschreib mal deinen Typ. Mein Typ? Mal nach hinten, vielleicht einer von denen. Was, ich? Ja. Tschüss. Nein, Spaß. Kameramann, Mann. Kameramann. Wir hören uns die Meinung von ihm an. Komm. Boah, Playboy, stell dich vor. Salam alaikum, scheiß Player. Alaikum salam. Manch kenn ich, manch nicht, aber ich bin mächtig, ja. Boah, du bist fresh und mächtig. Oder niemand kennt ihn. Niemand kennt ihn. Er ist 1,46 groß. Check. Bro, er ist Motherfucker, ist kleiner als Papa Platte. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Papa fucking Platte könnt ihr ihm in seine Vogelnesthaare spucken. Papa Platte ist größer als er, Bruder. Er macht hier auf Mann. Das ist crazy. Mal Diana einmal von oben bis unten ab. Check sie ab. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründe. Auf gar keinen Fall, Bruder. Weißt du warum? Warum? Bruder, wer sie findet, ist sofort zum F***en, Bruder. Boah, tschüss. Der ist so verletzt, das Ego ist so gekränkt, dass er Farid Bang zitieren muss. Das ist crazy. Das ist crazy. Ich hab nicht gehört. Was? Kannst du wiederholen? Wer dich hat keine Hände. Also ist sofort zum F***en. Ja, nee, dein Vater. Was sagt sie da? Was sagt sie da? Das ist eine O4, die geht aber wirklich rein in den Stammbaum. Du wer dich hat keine Hände. Also sofort zum ja, nee, dein Vater. Du Jana, warum kommst du nicht mit der Wahrheit klar? Lass mich stehen. Du Digga, was passiert hier? Ich verstehe gerade nicht, was abgeht. Ich verstehe gerade wirklich bei allem Respekt nicht, was abgeht. 1,60! Respektlos, ohne Spaß. Der hat kein Benehmen. Seine Eltern haben ihn nicht erzogen, ich schwöre. Tschüss. Und ich glaube, der redet zu viel. Guckt ihn euch an, ist ein kleiner Mann. Genauso klein wie Müller. Du bist 2 Meter. Die nehmen halt diesen kleinen, wirklich winzigen Mann, schieben ihm ihre Faust in den Arsch und lassen ihn ein bisschen kaspern, ne? Wie Jeff Dunham mit seinen Handpuppen. Der wird hier so zum Hund gemacht. Also du sagst auf keinen Fall? Bruder, auf gar keinen Fall und die erst recht nicht, Bruder. Guck mal an die, ne? Ich will gar nicht so beleidigen oder sowas, ne? Aber warum müsst ihr euch vor der Kamera so verstellen, einen auf cool machen? Ja, Bruder, was labert der mich voll? Er hat sich zensieren lassen, er macht hier einen auf Frankfurt Rapper, er macht hier einen auf nächsten Haftbefehl. Bruder, du bist zensiert und das ist extrem schlecht. Jeder weiß, wie du aussiehst. Du sagst dir, die mach auf Kamera auf hart. Du machst boah, gleich haben wir den Salat, ey. Einfach eure Meinung, sagt boah, nein, er gefällt mir nicht. Safi, ihr müsst doch keine Filme machen, ist doch alles gut. Cool. Safi, du hast doch gerade auf Mann getan vor Kamera. Was macht der ich war sportlich ein Battle. Ich meine meine Sachen doch gar nicht ernst, die ich sage. Seid doch einfach cool, gebt eure Meinung, sagt nein, er gefällt mir nicht. Warum müsst ihr auf Kamera so einen auf cool machen? Ich sag, er gefällt mir nicht. Okay, hat er recht. Hat er die, for real? Er hat die gerade gebändigt, ne? Er hat die gezüchtigt. Bleib doch einfach respektvoll. So alles gut, so alles gut. Guck mal, du kommst rein. Erstmal, du musst nachdenken. Was sag ich jetzt, um einen auf cool zu tun? So. Yo, what the fuck? Habt ihr das Geräusch gerade gehört? Bleib doch einfach respektvoll. So, alles gut. Wait, bin ich gerade am Trippen? Habt ihr das gerade gehört? Guck mal, du kommst rein. Erstmal, du musst nachdenken. Was sag ich jetzt, um einen auf cool zu tun? Was ist das für eine Scheiße? So, und dann stehst du da, stopp mal jetzt, und dann stehst du da, stellst dich so hin, als würdest du jetzt rappen oder Freestyle oder sowas, würdest du auch hart verkacken, und dann redest du. Und dann gehst du raus, wenn man was zurücksagt, du wirst sauer, wenn man was zurücksagt, du fängst an zu weinen oder so. Was ist los mit dir? Warte. Ich will was sagen, Bruder, guck mal, du schießt gerade einfach ohne Grund gegen mich, ich hab gar nichts gegen dich gesagt. Okay, hat aber recht, das ist das erste Mal, und ich kenne auch die Frankfurt-Tinder-Videos von damals, das ist das erste Mal, dass da einer ankommt und wie ein Mann argumentiert. Er hat ja recht mit dem, was er sagt. Ich finde jetzt... Gleich haben wir den Salat. Ey, jetzt ist langsam gut, Exit. Ich will doch auch mal irgendwann wieder offline gehen, Bruder. So, ich habe nur eine Line gebracht, die sportlich gemeint war. Wenn du jetzt so reagierst, ist deine Sache, so Safi. Ich wurde erzogen... Guck wenn du mit mir redest. Guck mir in die Augen. Oh, schrei noch lauter. Ich habe keinen Respekt vor dir, deswegen guck ich dir auch nicht in die Augen. Ein Mann hat Respekt vor einer Frau. Bist du ein... Oder diese Stimme, es ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Bist du wieder gemacht? Wir haben Ramadan, ne? Bei Iftar. Ich geb dir Bananen, Bruder. Okay, am Ramadan, ne? Bei Iftar. Ich geb dir Bananen, Bruder. Okay.
Da wird nicht flüssig Tacheles gesprochen, da wird flüssig asozial geschnackt hier in dem Video. Das ist crazy shit. Hey, ganz kurz, ganz kurz. Guck mal, ihr müsst mal auf Ernst, ihr müsst alle seine TikToks abchecken. Ihr müsst seine TikToks abchecken, dann er darf nicht über Ramadan, Allah oder irgendetwas reden. Er ist der Fitnermacher auf seinen Namen. Du bist wie kannst du Deutsch? Sagen! Du kannst nichts anderes sagen, außer er ist nicht ein Blabla. Du hast doch ein TikTok gepostet, du meintest, Freundin fremdgehen, hallo! Halt doch mal kurz zu. Hörst du mal zu, alle? Alle, du hast doch einen TikTok gepostet. Du meintest, Freundin fremdgehen und so. Warum redest du da vor Ramadan? Guck mal, ich hab Freunde, ne? Ich hab eine Freundin. Was machst du denn hier? Was machst du hier? Hier fremd, diese Tupacello. Bruder, Bruder. Warte mal. Sag nicht Ramadan, sag nicht Ramadan. Bruder, sie redet gerade über. Also mittlerweile sind diese Videos halt wirklich mehr Rap am Mittwoch als Frankfurt Tinder. Das hat halt wirklich nicht mehr viel mit Tinder zu tun. Es ist wirklich, die schreien mir in mein Ohr mit ihrer Stimme, die sich anhört, als würde man Fingernägel über eine Schultafel ziehen. Es ist einfach, es ist schrecklich, es tut mir weh. Ich kriege blutende Ohren, mein IQ, der sowieso schon relativ gering ist, sinkt wirklich von Sekunde mit Sekunde. Es ist krass. Fremdgehen, davor vor Kamera, wo die Lache im Mund hatte, erzählt sie, dass sie ihren Freund mit ihrem Bruder fremdgegangen ist. Ja, ich bin mein Ex, mein Bruder fremdgegangen. Warte. Was? Ich bin über meine Hand gestolpert, hab mir fast den Hals gebrochen. Warte, nein, Bruder. Nein. Mit ihrem Bruder fremdgegangen ist. Ja, ich bin mein Ex mit meinem Bruder fremdgegangen. Oder wird einfach, ist das Frankfurt Tinder oder Saarland Tinder, Bro? What the fuck? Wie stolz sie das auch sagen, als wäre das so voll das Normalste der Welt, als wäre sie jetzt so eine strong independent woman. Ja, na und, ich bin mit meinem Ex mit meinem Bruder fremdgegangen. Ja, und wir haben ein Inzestkind gezeugt, na und? Ich war Ramadan, weißt du? Darauf bist du stolz? Ja, ich bin stolz. Wollen wir weitermachen? Ja. Die hat ihren fucking Bruder gepoppt. Was geht hier ab für eine Scheiße? Mir ist gerade ganz kurz schlecht geworden, Bro. Wie kann das sein, dass das legalerweise ausgestrahlt werden darf? Oh, Alter, ich hab runtergehört. Digga, hast du schon mal dich angesehen, wie du aussiehst gerade, Digga? Hä, du sagst... Warum schmeckt mein Mikrofon süß? Du rauchst die ganze Zeit, Walla. Du sagst auch die ganze Zeit... Bleibt ihr in der Familie, oder? Walla. Astaghfirullah. Hör zu. Ich will... Hör mir mal gut. Die beiden, ich brauch die gar nicht, das sind schon Punchline genug. Das wäre so viel cooler, wenn er nicht zensiert wäre. Alle, du sagst, wie Spaß ich hab, ich kann dich nicht. Walla, alle. Was, wie Spaß ich hab. Du siehst aus wie SpongeBob. Du siehst einfach aus wie SpongeBob. Ey. Ich kann dich nicht ernst nehmen. Wie wer? SpongeBob, Mann. SpongeBob? Ja, Mann. Hallo, mein Name ist Patrick. Ich bin nicht SpongeBob. Boah, Bruder, ich... Das ist doch nicht mehr Frankfurt-Tinder. Das ist wirklich einfach nur noch Scheiße. Ja, guck mal. Ich sehe aus wie Patrick, weil die Spitze von meinem Kopf war an deiner Mutter drin. Deswegen... Hast du dich gerade noch vor Ramadan geredet? Ja. Hä? Ich hab dich mal einen Satz gesagt. Oh mein Gott. Du redest gar nicht. Heul leiser, heul leiser. Oh mein Gott, halt dein Digga. Bruder, wollen die anderen sich nicht noch daten oder so? Ich dachte, da findet jetzt irgendjemand seine junge Liebe, sein junges Glück. Also, was ist das hier? Keiner mag dich, checkst du's nicht. Du sagst, Leute schießen gegen dich rassistisch, du sagst, lustig und so, ne? Sei mal leise, mach da mal zu, Digga. Digga, wer bist du auf einmal? Jetzt mal abgesehen von diesem Dissen und Beleidigen, wie geil ist dieser Kameramann, Junge? Das ist Bruno, der Kameramann. Niemals was gegen Schwarz. Bruder, sie hat so Durst auf Wurst von dem Kameraarzt. Ne? Stell euch mal vor, ihr seid der Kameramann, ihr steht da in der Mitte, in diesem Tumult wirklich von Asozialen. Ja, überall werdet ihr angespuckt, einer zieht ein Butterfly-Messer, von der anderen Seite werdet ihr angeraucht mit Tutti Frutti Vape-Geruch. Digga, und dann ist die da permanent wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an eure Eier will. Bro, also dem kann man gar nicht genug bezahlen. Ehrlich, diesem Kameramann kann man gar nicht genug bezahlen. Ja, nein, wir lieben Schwarze. Auf einmal ist es politisch geworden, aber W-Aussage, wichtig. Wichtiges W-Statement. Auf einmal Politik-Diskurs hier geworden. Okay, wir machen weiter. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Ich bin diese Latte. Wer bist du? Diese Latte. Die Nette? Nee, diese Latte. Oh nein, ist der Typ das von Frankfurt Tinder? Oh nein, Bruder. Felix war investigativ unterwegs.
meine Scheiße. Lieselotte. Was ist das für ein Name? Meine Eltern. Okay, sag mal nochmal. Lieselotte. Lieselotte? Ja. Ach so. Okay, check ihn mal ab von oben bis unten. Boah, gleich haben wir den Salat. Sag, Junge, was knallt denn hier schon wieder? Sag mir, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Ist tatsächlich nicht mein Typ. Und ich bleib meinem Ex immer noch dran. Boah, gleich haben wir den Salat. Nee, ich bleib ihm Albaner. Albaner, Shiptalk. 1,90. 1,90? Singbad. Fußballspieler. Okay. Boah, ja. Gleich haben wir den. Dann hören wir uns die Meinung bitte von ihm an. Stell dich mal vor. Ich bin... Das beste Trick oder der Welt an. Mein Herz, Bruder, danke. Jim Bom Bom. Jim Bom Bom. Okay, check sie mal ab von oben bis oben. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründe. Ich komm immer noch nicht drauf klar, dass da einfach eine Lieselotte mitmacht, Diggi. Also ich bin ehrlich, sie sieht ganz nett aus. Aha, sympathisch. Eine sympathische Aura zu haben. Sehr schön. Aber ist nicht mein Typ. Okay, aber finde ich ehrenhaft gemacht. Muss ich sagen, ein Edelmann hat er ehrenhaft gemacht. So soll das Format doch eigentlich einfach sein, Bruder. Er hat sie noch nicht Hure genannt, sie hat ihn noch nicht Kleinschwanz genannt. So ist doch fein, so ist doch souverän, right? Finde ich fair, darf man sagen. Das Ding ist, ich stelle mir halt gerade so die ganze Zeit vor, wie Lieselotte so in so einer Haushälfte aufgewachsen ist, in so einem richtig idyllischen Vorort, jetzt so wohlhabende Eltern, da steht so ein Tesla in der Einfahrt und die landet einfach bei fucking Frankfurt hin und ihr Dad sitzt so zu Hause und denkt sich so, Bruder... Tote Hose, was soll ich noch machen? Aber er hat das so schön gemacht, einen Applaus. Ja, so macht man das. Was ist dein Problem? Nein, nein, der liegt. Was habe ich jetzt gerade gesagt, was so verwerflich war, dass du so... Da werden Persönlichkeitsrechte noch ernst genommen. Recht am eigenen Bild und solche Sachen. Was so verwerflich war, dass du so machst. Ich applaudiere nicht für dich, ich applaudiere nicht für dich. Das ist fake, du bist fake, du bist inbegriffen. Du bist respektvoll zu ihr. Nee, du hast... Guckst nach unten, wenn du schießt, guckst nach unten, wie ein Hund guckst du nach unten, ne? Guck mal, ich will gar nicht. Okay, das ist halt zum Beispiel auch eine absolut asoziale Schabracke. Weil er ist legit eigentlich der Einzige, der so halbwegs nett ist und die mischt sich jetzt so ein, einfach nur um Stunk zu machen. Da sage ich jetzt zum Beispiel, weil eben einer meinte, ja, du gehst auf die Typen. Bis jetzt waren die Typen peinlicher, jetzt gerade kommt aber auch der Minecraft-Eisengolem ein bisschen so aus sich heraus und macht hier auch mir ein bisschen zu sehr auf Mann. So, lass mich einfach in Ruhe so. Wenn du nicht mit mir reden möchtest, dann gar nicht mal mit dir geredet. Ich hab noch nicht mal mit dir geredet. Also halt doch im Prinzip doch meine Fresse. Steht doch gar nicht. Du bist so ein Opfer. Ich kann dich nicht ernst nehmen. Es tut mir leid. Alles, was du machst, ist lustig, Digga. Man kann nur über dich lachen. Was? Guck mal, okay. Über mich kann man lachen, ne? Über dich muss man weinen, weil man dich so sieht, sag ich dir. Muss man weinen. Okay, dein Deutsch auch perfekt. Ist sie so schön? Sie so schön? Nein, ich weine, dass es... Bruder, die hat mit ihrem eigenen Bruder gepoppt. Die hat Sendepause. Holy shit. Oh, ich weine, dass... Walla, Spongebob, sorry. Walla, Spongebob. Ey, ich hab keine Kraft mehr für das, ne? SpongeBob. Sorry, dass du kein Selbstbewusstsein hast. Ich liebe SpongeBob. SpongeBob ist meine Kindheit. Ja, du bist es doch. Ja. Ey, guck mal, du willst den ganzen Tag im lutschen, ja? Du willst nur ich hör dich nicht. Sag, du willst ganz zu lutschen. Mike Tyson auf Ich glaube, die will in erster Linie einfach nur den Schwanz vom Kameramann lutschen, so wie ich das jetzt aus diesem Video bis jetzt mit, ja, sag ich mal, wahrnehmen und interpretieren konnte. Sei in deine Mutter, man muss da einmal reindippen. Hä, das hat sie, das hast du doch schon mal gebraucht. Bruder, sie hat nichts mehr auf ihren Kopf aus Slimes, Bruder, weil sie hat nur noch Slimes. Ja, das passt doch, das passt doch. Aber alle, das passt doch. Okay, aber ganz kurz, du doch auch. Du sagst doch auch immer das Gleiche, oder nicht? Du sagst immer das Gleiche. Was hat er gesagt? Immer du fängst so an mit ihr oder so, ich check nicht. Es redet doch keiner mit dir. Was denkst du, wer du bist, Junge? Bro, die arme Lieselotte. Lieselotte war doch gerade dran. Lieselotte will doch gerade daten. Geh mal raus. Guck mal, du sagst ganz kurz. Sei mal leise jetzt. Jetzt, ich rede. So, du nennst mich Hund, aber du kommst erst, wenn dein Kollege sagt, komm mal her, wie ein Hund bist du gekommen. Back. Hey, hör mal zu. Wenn niemand im Kerim, happy is this. Red mal Deutsch, Digga. Red mal Deutsch. Mach dir hier einen Augen. Ich hab gar nichts gemacht. Ey. Verstanden. Wir haben ja noch einen, oder? Du kannst kein Deutsch. Warum musst du die ganze Zeit auf Türkisch sitzen? Dann geh doch Schule. Warum gehst du in die Schule? Ich geh Schule. Gehst du Schule? Darf ich dich fragen, wie alt du bist? Soll ich mal sagen, in welche Schule du warst? JVA, Gelsenkirchen, Psychiatrie. Du warst in alle möglichen Knäste und du dachtest, du wärst in Schule, aber du warst in gar nicht Schule. Hast du deine Botox nur hier ein bisschen zu viel gemacht und hier zu wenig? Oder er hat auch stabilen Bart, Bro. Sieht aus, als wenn er so Kakao getrunken hat und da hat sich noch so ein bisschen so Milchabsatz festgesetzt an seiner Oberlippe. Aber du kannst, Digga. Ja, da, ich dachte, du hast einen Schalle. Jubelt mal ein bisschen, ich hab Mitleid mit dir. Guck, er gibt zu, dass er einen
Ja, zeig doch Foto, Alter. Ich glaube, ich muss es bei allem Respekt sagen, ich habe noch nie so eine anstrengende Stimme gehört wie von dieser Lütten da links. Die hört sich an wie ein Flugsaurier. Guck mal, er sagt, er ist eine männliche Kachi. Warte mal, ich hab mal eine Frage, da du ja so sauer bist. Wie würdest du die Typen beschreiben? Unfassbar, wirklich so unfassbar nervig. Ihr macht alle einen auf. Ihr seid alle, ihr habt gesehen. Bro, die arme Lieselotte, die will einfach nur daten, ja? Die will einfach die Liebe ihres Lebens finden. Die will heute vielleicht, keine Ahnung, schön was essen gehen, vielleicht ins Kino, Hand in Hand im Park spazieren gehen. Dann wollen die so Gänseblümchen pflücken und so. Sie liebt mich nicht. Er liebt mich nicht. Bruder, und sie lässt einfach nicht sie zu Wort kommen. Der Minecraft-Golem hier muss die ganze Zeit Welle mache. Ich verstehe das nicht. Halt doch mal die Fresse, halt doch mal die Backen, du warst doch dran. Halt mal dein Maul jetzt, Junge, lass mich. Nein, halt du doch dein Maul. Reden, was los mit dir? Guck mal, die kommen alle hierher und denken, die wären krass. Versuchen irgendwelche Chayas oder so im Internet zu klären dadurch. Denken, die M's oder so sind jetzt voll. Nein, Junge, guckt euch mal an, ihr seid alle hässlich. Keiner von uns. Tschüss. Das ist hässlich, ich schwitze einfach. Dankeschön, Autogramm gibt's später. Bruder, man denkt, die kommt gerade aus Post, Bruder. Wir haben so spät. Guck mal, ich bin 15. Kleinen Kuss, Bruder. Ich hab mehr im Kopf als du. Warte, du bist 15? Alle! Wenn du schon jetzt auf Erwachsenen machst, selbst nicht besser. Ey, darfst du eigentlich noch draußen bleiben? Was? Darfst du noch draußen bleiben? Er darf draußen bleiben, seine Eltern erlauben ihn. Bombastic Side-Eye. Nein, aber deine erlauben die gar nicht. Bruder, ich glaube, es gibt legit kein Format auf YouTube, was asozialer ist als diese Scheiße. Das ist wirklich Assi-Content-Peak. Da kann sich RTL noch eine Scheibe von abschneiden für mitten im Leben, ehrlich. Und das ist ungescriptet, das ist real, Freunde. Das ist Frankfurt, wie es leibt und lebt. Weil du gar nicht mal Eltern hast. Ach so, deswegen bin ich gerade von Berlin nach Frankfurt. Ja, ich muss gleich nach Hause, ich muss gleich SpongeBob gucken. Momo, sieht aus wie Momo. Jetzt ist mir eingefallen. Alle. Was hast du gesagt? Die kommt aus Berlin, weil in Berlin kein zum Lutschen gibt. Aber guck mal ein für dich. Okay, ich bin vielleicht nicht gekommen, aber nicht für eins wie du. Dann hier, so! Auf deine Stirn kann man Mario Kart spielen. Boah, jetzt knallt's. Oder jetzt knallt's. Obwohl ich mich da auch ein bisschen angegriffen durchfühle durch diesen Spruch, muss ich sagen. Fass mal nicht an, Digga. Das ist Revenge. Ich hole meine Rache. Beide gehen anschaffen an Konstabler Wache. Ey, Digga, das ist halt. Und dann auch immer dieser eine Atze dabei, der anfängt zu freestylen, Bruder. Und das Schlimme ist, guck mal, dass er sich am Ende vom Video so krass geschämt hat, dass er sich nachträglich noch hat zensieren lassen. Und er steht da und fängt an zu freestylen und denkt, er wird irgendwie Rapper und kann damit sein Brot verdienen. Bruder, das ist wirklich, ich bin abgehärtet, weil ich habe mir wirklich viel Scheiße in letzter Zeit angeguckt, so, aber das ist wirklich eine harte Nummer. Ausreden, hast du Angst, Hops genommen zu werden? Guck mal, einer wie du, Kuffi. Einer wie du, weil du keine Frau von hier freiwillig abbekommen würdest. Keine. Ihr wollt Leute nennen und ihr denkt, das wäre normal, aber dann... Wann hab ich es gesagt? Sag mir jetzt, wann hab ich es gesagt? Sag mir jetzt. Mein Bruder. Guck mal, ihr habt es normalisiert, dass ihr irgendwelche Bulgaren, Rumäner nennen dürft, aber wenn dann irgendein Weißer euch schwarze N-Wort nennt, dann ist es auf einmal schlimm, aber wenn ihr irgendein... Bruder, weil... Was passiert hier gerade? Was hast du gesagt? Ich meinte, Kuffi weil du keine freiwillig abkriegen würdest. Sogar eine Kuffi würde weinen, wenn du ihr einen 20 zahlen würdest. Weil du hast mal einen 20 in Schein. Ja, keiner will mit dir. Guck mal, ich schwitze, Digga. Ja, ich auch, Bruder. Ey, Pumpe Monkey, ich fühle dich hart, mein Bruder. Ich bin auch am Schwitzen. Ich verstehe doch auch nicht, was hier gerade passiert. Was geht? Nix. Alles klar? Ja. Wollt ihr auch dabei sein? Komm mal her. Okay, haben die aber schon im Spiegel geguckt heute? Habt ihr euch heute schon im Spiegel angeschaut? Spiegel ist kaputt. Ja, hab ich. Toll. Frag sie mal auf Portugiesisch, ob sie diese Jungs daten würden. Ich spreche kein Portugiesisch. Okay, ich bin Trillonias. You can speak English? Ja. Ja, sag sie. Hau, Du kannst auf Deutsch reden, ich antworte. Sag ihm mal, wem... Gegen die Kurs, Major Kurs. Kein. Guck mal, die Abla, ich würde die nicht daten, aber die sieht ganz okay aus, aber die ist viel älter als ich. Hä? Aber die, du siehst gut aus. Du siehst wirklich gut aus. Ich werde 17. Ich bin auch erst 18. Oh, gleich haben wir den Salat. Digga, er ist 17, Bro. Der ist mit 17 schon so verkorkst. Unsere Generation ist am Arsch, Digga. Ehrlich, unsere Generation ist am Arsch. Ohne Scheiß, Leute, jetzt Mitte 20, Ende 20. Versucht, wir müssen unsere Rente, wir müssen unser finanzielles Polster saven, weil die werden uns das nicht bezahlen, ne? Von denen, also wir sind auf uns allein gestellt. Das Ding ist durch, bin ich ehrlich mit euch. Das hier sind Leute, die müssen irgendwann mal Ärzte werden oder Chemiker oder irgendwie Wissenschaftler. Wir sind alle am Arsch-Chat. Wir entwickeln uns legit zurück. Privat vorsorgen ist die Devise, klar. Ich dachte, die werden 30 oder so. Oha,
Nicht böse gemeint. Was hast du mir gemacht, Alter? Wie alt sieht sie denn aus? Ich dachte, jetzt wären so 20, 21. Soll keine Beleidigung sein, ich meine damit so, dass du gut aussiehst. Immer ein Kuss. Junge! Digga, kommst du aus irgendeiner Ecke, Zuschauer, Fan oder so und denkst, du könntest reden? Ey, mach mal zuerst dein T-Shirt zu, man sieht dein ganzes Behaar, man hat gerade eine Digga, holy shit, es passiert Friendly Fire. Jetzt dissen sie, guck mal, sie kann's gar nicht fassen, Bro. Die denkt gerade, die ist hier, die guckt gerade Avengers Endgame. Die weiß gar nicht, was abgeht. Es passiert einfach Friendly Fire gerade. Bruder, jetzt ist hier, wie nennt man das? Zickenkeile oder was? Ich auch gar nicht schief an, man sieht eine ganz... Man sieht dein BH, okay, bei mir habe ich auch Schnitt. Aber Hauptsache, ich habe meine Haare dazwischen. Man hat gerade deine ganze gesehen. Oh. Was macht sie mit dir? Hä? Sag ich ehrlich, wenigstens sieht man kein Fett. Ich versteh nicht, wie Pumpkin Monkey das aushalten kann. Der macht wenigstens noch einen vernünftigen Eindruck, sage ich immer wieder. Tja, wahrscheinlich viele Drogen. Viele Drogen und viel Lift-Apfelschorle. Ey Leute, ich hab absolut keine Nerven mehr. Ich sehe aus wie, keine Ahnung, bestellt nicht abgeholt. Digga, das arme Schwein, ne? Der muss jedes Mal mit auf diese Drehs fahren, da in der Menge steht, diese scheiße Film. Und der hat wahrscheinlich auch noch Kopfhörer auf und hört das ganze Gequake und Gepläke und Gewiere auf seinem Trommelfelder von diesen... Also ich glaube, da hätte ich auch einen Grundrauschen auf den Ohren, wenn ich abends im Bett liege. Nach so einem Tag weißt du, was du geschafft hast. Auf jeden Fall, wenn ihr bei Tinder mitmachen wollt, schreibt mir oder Actube. Mein Insta ist hier. Actubes Insta ist irgendwo. Das war's mit Frankfurt, Tinder, ihr wisst Bescheid. Ey, Lieselotte hat immer noch niemanden gefunden. Lieselotte war so ready, Mann. Die waren so die einzigen, die so auf Augenhöhe diskutiert haben und sich geratet haben, Bruder. Und dann kam einfach der Minecraft-Golem, hat Welle gemacht.